Und diese Leute sind alle Überlebende des Absturzes? Zumindest die meisten von ihnen. Es hielten sich vielleicht ein halbes Dutzend Leute im Stadtgebiet auf, als der Schneesturm kam. Der Rest ist langsam innerhalb der letzten Tage so hier eingetrudelt. Die meisten kommen von der Absturzstelle. Was ist abgestürzt? Ein Passagierflugzeug, schätze ich mal. Kaum einer von ihnen war stark genug, um darüber zu reden. Aber dem donnernden Geräusch und der Größe des Feuers in den Hügeln nachzuurteilen, muss dort etwas sehr Großes abgestürzt sein. Ah, wir müssen zu dem Flugzeug, richtig. Und sie erinnern sich wirklich nicht an den Absturz? Glaubt uns nicht. Was ist das hier für ein Ort? Das ist das alte Gemeindezentrum von Thompson. Wir haben die Leute hier versammelt, als das Wetter schlecht wurde. Das war vor 3 oder vielleicht 4 Tagen. Es wurde zu kalt in den Häusern, daher schien es uns besser, alle hier unter ein Dach zu bringen. Und gestern trudelten dann die Überlebenden des Absturzes hier ein. Schneesturm? Was glauben Sie, wie lange das Wetter so bleibt? Sie kommen nicht von hier, oder? Wer auch immer diesen Ort idyllisches Tal genannt hat, hatte wirklich Humor. Wir haben hier das übelste Wetter auf ganz Großbär. Aber ist es immer schlimmer als sonst? Ja, vor ein paar Wochen ist doch schon ein Sturm hier durchgefegt. Der schlimmste, den ich seit Jahren erlebt habe, hat die Straße rein und raus blockiert. Ich fürchte, wir sitzen hier fest, bis die Wege wieder frei sind. Wird jemand kommen und nach der Stadt schauen? Die Straßen freiräumen? Ich glaube nicht. Nicht mehr. Wir werden warten müssen, bis die Natur ihren Lauf nimmt. Aber was wird mit all diesen Leuten geschehen? Ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher. Unsere Lebensmittel sind fast aufgebraucht. Wir können Schnee schmelzen und am Wasser kommen. Diese Jahreszeit kann der nächste Schneesturm jederzeit kommen. Vielleicht wäre es anders, wenn der Strom nicht ausgefallen wäre. Das Beste, was wir tun können, ist, die Leute warm und satt zu halten. Was dann passiert, liegt in Gottes Hand. Sie scheinen orientierungslos zu sein, aber in deutlich besserer Verfassung als die anderen. Können Sie uns vielleicht unter die Arme greifen? Ich bin Ärztin, ich kann mir die Überlebenden ansehen. Vielleicht kann ich einigen helfen. Das klingt wie ein guter Anfang. Kommen Sie wieder zu mir, sobald Sie sie untersucht haben. Dann schauen wir, was wir für Sie tun können. Okay. Fallener Stern. Okay, wir gehen jetzt erstmal hier zum Dingens, zu diesem großen Kühlschrank. Können den Leuten gerade irgendwie nicht so wirklich helfen. Wenn ich den Ärztinnenblick. Yeah, wir werden jetzt hier ein paar Sachen abwerfen. Und zwar genau hier. Schwierig, was ablegen. Damit können wir die Lampe auffüllen. Können die Salzkrieger ablegen. Schokolade sowieso. Nee, die Schokolade, sie soll ja eine Schokoladenmaus werden. Ne? Die Schokolade wird sie selber essen. Aber wir müssen jetzt erstmal ein bisschen was ab. Das wird sie sich jetzt erstmal gönnen hier. So, ablegen. Ablegen, ablegen. 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 54 Kilo. Heftig. Müsli ist so, diese Dingens, nee, so ihr Schappi hat sie jetzt nicht mehr nötig. Das kann sie auch hier lassen. Auch hier lassen, das ist nicht so viel.
Kaffee, gut, den werden wir wohl alles ablegen. Alles ablegen. Den das will ich auf jeden Fall bei mir drin behalten. Was haben wir hier? Ah ja, okay. Ablegen, ablegen. Was ist hier los? Das können wir ablegen. Das können wir ablegen. Alles. Das können wir ablegen. Das können wir ablegen. Alles. Das können wir auf jeden Fall ablegen. Alles. Achso. Ablegen, ablegen, ablegen. Das können wir alles einmal ablegen. Da haben wir doch schon einiges los. Ich würde sagen, jetzt können wir uns auf jeden Fall wieder ein bisschen besser bewegen. Ja, das ist in Ordnung. Dimitri! Lass mich das mal ansehen, ja? Diabetes, Zuckerschock, Insulin. Okay. Wir müssen also Insulin finden. Was ist mit ihr? Unterkühlung. Keine Behandlung erforderlich. Sehr gut. Was ist hier? Nix, 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 nix. Da? Unterkühlung. Er muss noch warm gehalten werden. Ist nix. Was? Eine Behandlung. Benötigt Zeit und strenge Bett. Ja, das sieht doch gut aus. Das Einzige, was wir bisher brauchen, ist Insulin. Können wir dir helfen? Ich würde ja gern jemandem helfen. Flüssigkeit. Haha. Leiden behandeln. Hallo, wir brauchen Insulin. Ich habe die Überlebenden angesehen. Die meisten sind glimpflich davongekommen. Das waren die Glücklichen von ihnen. Weniger Glücklichen sind im Keller. Oh! Oh. Möge Gott ihren Seelen gnädig sein. Sie sind an den Verletzungen gestorben oder wurden tot gefunden. Wir haben die Leichen nach unten gebracht, damit sie kühl bleiben und... Naja. Hier gibt es schließlich Wölfe. Ja, ich weiß. Ja, ich habe sie gesehen. Ich kann sicher finden, was die meisten Überlebenden brauchen, aber einer von ihnen hat Diabetes. Er braucht Insulin und das sehr bald. Wissen Sie, wo ich das finden könnte? Das sind schlechte Nachrichten. Nein, weiß ich leider nicht. Diese Überlebende hat Diabetes Typ 1. Sein Körper kann kein Insulin herstellen. Wenn er nicht bald welches bekommt, würde er einen Schock erleiden und wahrscheinlich sterben. Nun, dann müssen wir welches finden. Und das schnell, bevor der Schneesturm zu stark wird und zu gefährlich. Wir müssen zur Absturzstelle. Ich muss bei den Überlebenden bleiben und mit ihnen beten. Aber sie können nach Medizin suchen. Das werde ich. Wäre für jeden Typ dankbar. Also wir gehen jetzt zur Absturzstelle, holen ihm sein Insulin und der Pfarrer, der steht dort und betet mit denen. Ja gut, es ist sinnvoll, dass er da bleibt, aber nicht wirklich zum Beten, sondern um zu gucken, hat jeder genug Wasser, hat jemand Hunger, die können ja nicht wirklich aufstehen. Die meisten umliegenden Häuser werden leer sein, aber vielleicht gibt es ja allgemeine Vorräte für die Überlebenden. Ein Diabetiker kam vor einem, vielleicht zwei Tagen von der Absturzstelle. Vielleicht gibt es dort das Insulin. Wir werden auf jeden Fall nichts dabei haben. Ja, werden wir auch. Da bin ich mir sicher. Ja. Woher soll ich wissen, welches Gepäck ihm gehört? Sie werden alles durchsuchen und aufs Beste hoffen. Okay, Sie behalten alle im Auge und ich komme so schnell ich kann zurück. Danke. Warte, warte, nicht! Viele der Überlebenden sind in schlechter Verfassung. Das liegt natürlich auch an dem Absturz. Aber ich habe etwas schon einmal erlebt.
Die Menschen brauchen Hoffnung. Viele von ihnen sind nicht alleine gereist. Sie sind aufgelöst und machen sich Sorgen um ihre Lieben. Sie fühlen sich schuldig, weil sie überlebt haben, aber andere nicht. Sie können ihnen helfen, Gewissheit zu erlangen. Aber ich fürchte, es wird nicht gerade angenehm, die Absturzstelle zu untersuchen. Wir haben schon Schlimmeres gesehen. Wir sind Arzt. Sicher, Sie sind Ärzte. Daher wissen Sie, wie zerbrechlich ein Menschenleben ist. Aber die Zerbrechlichkeit des menschlichen Geistes fällt eher in mein Metier. Alles klar. Du gibst den Menschen Hoffnung, wir suchen Medizin. Verstanden. So machen wir das. Du nimmst therapeutische Aufgaben und wir medizinische. Sagt man das so? Ja. Irgendwelche Informationen finden, dann hat sich die Opfer identifizieren lassen können, diese armen leidenden Seelen helfen. Okay. Genau, dann haben wir Gewissheit, dann wissen wir, dass sie nicht noch irgendwo im Wald sind. Das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee, Pfarrer. Ich werde mich bemühen, Ausweisdokumente oder ähnliches zu finden, um die Opfer zu identifizieren. Nehmen Sie als Dank hier mein Kind. Oh, ich bin nicht gläubig. Es ist egal, nimm's doch einfach. Ich verstehe auch nicht. Es würde einem alten Priester trösten, wenn sie diesen Rosenkranz an der Absturzstelle bei sich trügen. Zumindest bis ich diesen Seelen selbst den Weg zum Himmel gezeigt habe. Dann wäre es fast so, als könnte ich selbst für sie beten. Ich möchte nicht respektlos erscheinen, Vater, aber ich glaube wirklich, glauben Sie wirklich, dass das helfen wird? Vielleicht ist der Glaube letztendlich das Einzige, was uns bleibt. Oh Mann. Ich sag's nicht gerne, aber gut. Was soll's? Er soll seinen Glauben haben, wenn ihm das hilft. Das ist ja auch wichtig. Es ist wichtig für die Leute, dass die an was glauben können. So, das lassen wir da. Den brauchen wir wahrscheinlich selber. Das lassen wir da.